Hey Leute, was geht ab? Hier ist euer Coach Eddie und heute habe ich ein Video für euch, was ich speziell mal wieder um den Lat dreht. Ja, ich habe immer wieder drei Übungen ausgesucht, die ich sehr, sehr gerne mache oder gemacht habe, um meinen Lat herauszubringen. Wir gehen gleich mal in die Übung direkt hinein, wollen gar nicht zu viel quatschen. Drei Übungen, die auf jeden Fall weiterhelfen, um ein saftigen, schönes V aufzubauen und den Lat wirklich schön dick zu bekommen. Okay? Seid ihr bereit? Let's go! Allererste Übung, und zwar den Gironda Row. Ihr wisst ja, dass ich den Gironda Row, den Vince Gironda sehr verehre. Ich habe sehr viele Übungen von mir ihn angeschaut, sehr viel seiner Trainingsdidaktik einfach mir angeschaut und Dinge, die gut waren, habe ich übernommen und angewendet und mittlerweile kann ich sagen, okay, pass auf, der Gironda Row ist eine der geilsten Sachen, die man machen kann für den Rücken. Warum? Das zeige ich euch jetzt genau nicht. Was braucht ihr für den Gironda Row? Wir gehen hier in die Übung hinein, indem wir uns einmal eine lange Stange, eine Gewälde holen, ja, für den Latzug, die man normalerweise am Turm benutzt. Die bauen wir jetzt an oberster Stelle ein und dann stellen wir uns ein Gewicht ein, dahinter eine Bank, mittig an die Bank liegen. Entweder stellt ihr die Bank komplett auf, dass ihr drauf sitzen könnt, oder wie in meinem Fall jetzt einfach gerade, werdet gleich sehen, warum. Okay? Wichtig ist, wenn wir einen Latz zaubern wollen, wenn der Latz weit aufgebaut werden soll, dass wir immer einen engen Griff wählen. Ja? Viele denken ja, ach, ich muss weit greifen, damit ich einen weiten Latz bekomme. Leider falsch. Ja, es geht wirklich darum, einen engen Griff zu benutzen und so hast du einen viel besseren Round of Motion, das heißt einen viel besseren Bewegungsumfang. Ja? Die Aufgabe des Latissimus, das werdet ihr in jedem Anatomiebuch lesen können, ist es, den erhobenen Arm abzusenken. Unter anderem ist das eine Aufgabe des Latissimus. Und genau das tut er jetzt. Ja? So, perfekt. Wir gehen einmal in Position, greifen eng, wie gesagt, nehmen Platz. Wir bringen unseren Kopf zwischen die Arme, lehnen zurück und ziehen einmal zum Bauchnabel ran, anspannen und sauber wieder zurück. Okay, ich mache jetzt mal ein paar vor. Und perfekt, super top. Okay, ihr habt es gesehen, wo hat euch verändert? Ein kleines bisschen ans Kreuzheben, richtig? Genau das wollen wir haben. Der Rücken bleibt schön gerade, wir lehnen uns vor, bringen den Kopf zwischen die Arme, ja? Lass uns den Latissimus sich dehnen, legen uns dann zurück, ziehen zum Bauchnabel, spannen hinten einmal den Rücken an. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist eine der entscheidenden Faktoren, wenn wir den Rücken trainieren wollen. Denn wenn du einfach nur durch die Übung gehst und nicht wirklich mal daran denkst, den Rücken auch hinten anzuspannen, sondern einfach nur hier Schwingen machst, das kann King Louis der Affe, kann das auch. Sei also nicht King Louis der Affe, sondern wirklich konzentrier dich, geh zauberhaft in den Rücken hinein. Rückentraining ist, wie ich immer sage, ist wirklich eine Kunst. Wirklich auf den Körper einlassen und wirklich ein Verständnis für das Rückengefühl entwickeln und so einfach perfekt den Rücken treffen zu können. Alright? Sehr cool. So Leute, kommt zu Übung Nummer 2. Übung Nummer 2, eine meiner Lieblingsübungen, und zwar vorgebeugtes Rudern. Vorgebeugtes Rudern wird von vielen vermieden, das verstehe ich gar nicht. Das sollte es nicht vermeiden, das ist eigentlich, es ist eine der Grundübungen. Es ist wirklich anfangs vielleicht etwas schwierig, aber man sollte sich definitiv in das Training einbauen, denn es ist eine, wie gesagt, eine Grundübung und besorgt definitiv immense Gains. Okay? Was wichtig ist, was Sie zu beachten, ist die verschiedene Variationen. Ich sage auch heute immer meine, es ist so ein kleiner Dreisatz, den ich gerne mache für den Latissimus. Okay? Wir gehen also rein und ich möchte, dass du Untergriff anfängst. Ich setze dich hin, über ein Kreuzheben einmal anheben. Die Arme hängen und die Übung fängt an in den Schultern. Du ziehst den Bauchnabel hoch und wieder hängen lassen komplett. Hoch, wieder hängen lassen. Zum Bauchnabel hoch. Perfekt. Ein paar Mal hoch. Das machst du ungefähr 10 Mal. Dann springst du auf, deckst es zur einen Seite, wieder vorhin und von hier einfach nur hoch. Auch hier wieder 10 Wiederholungen circa. Kommt zur anderen Seite auch, perfekt, und gebt euch da auch wieder die nächsten 10. Und ganz wichtig, auch hier wieder den Arm weit hängen lassen und locker wieder, zack, wieder drauf. Ja? Denkt immer wieder daran, wenn immer wir den Rücken trainieren wollen, muss die Bewegung aus der Schulter beginnen. Denn alles andere ist uns ein schweres Bizeps-Training. Das heißt, ich sage es immer wieder, es ist ziemlich schwierig, einen Pump, oder ziemlich leicht, ich sage es mal so, es ist leicht, einen Pump im Bizeps zu erzeugen, das geht jeder. Aber ein Pump im Rücken,
das ist wirklich eine wahre Kunst. Das heißt, wir konzentrieren uns darauf, ziehen die Schulter zurück und dann ist, macht der Arm die restliche Bewegung. Wir spüren komplett den Rücken, spannen ihn einmal an und lösen dann noch wieder. Dann probiert es einfach mal aus und dann solltest du es ziehen. Alright? Okay, Leute. Ich spreche ja sehr viel und sage immer wieder, Leute, ihr müsst ein Gefühl für den Rücken entwickeln. Und was man darunter richtig versteht, das werde ich euch jetzt erklären. Es ist ja eigentlich ziemlich einfach, einen Muskel anzuspannen. Ne? Bauch anspannen kann jeder von uns, jeder kann einen Bizeps anspannen. Aber wie sieht es mit dem Rücken aus? Bist du da auch so fähig, deinen Rücken anzuspannen? In den meisten Fällen ist es eben nicht die Möglichkeit. Und ich dafür das Gefühl einmal zu geben, nehme ich jetzt einmal eine Übung, die wahrscheinlich jeder von euch macht. Aber ich erkläre euch mal ganz genau, wie man sie noch effektiver gestalten kann. Okay? Alles klar, alles so. Also, wir gehen in Position und dann passiert Folgendes. Die Arme sind gestreckt. So, ihr habt das natürlich gesehen, was ich gemacht habe. Und zwar ging es um Folgendes. Ich möchte, dass ihr lernt, wirklich den Latissimus zuerst zu aktivieren, bevor der Bizeps überhaupt arbeitet. Bei mir ist es so, wenn ich hier am Turm arbeite, dann habe ich einen mega pumpen Rücken und meine Arme sind fast kalt. Ja, warum? Weil ich die ganze Arbeit wirklich konzentriert auf den Rücken verlagere. Ich ziehe praktisch wirklich aus meinem Lat runter. Versucht das mal. Nimmt man die Arme in die Luft und zieht man nur aus der Kraft eures Rückens eure Arme runter. Das heißt, die Schulterblätter werden zusammengezogen, runter in einen V. Und dann erst kommt die Bewegung aus dem Arm. Ich ziehe das Ganze runter, einmal kurz die Spannung halten, maximal wieder lang machen, richtig schön dehnen und dann wieder hinaus. So könnt ihr wirklich maximal, wirklich gezielt, wunderbar euren Latissimus trainieren. So, das sind meine Worte zum Sonntag zum Thema Rücken, okay? Enjoy. Okay, Leute. Das war meine Lieblingsübung für den Latissimus, die ich seit mehreren Jahren mittlerweile schon praktiziere und damit schon wirklich sagen kann, okay, die haben mir wirklich geholfen, den Lat wirklich wunderbar herauszubringen. Und auch mein Rücken war zunächst mal eine Schwachstelle bei mir, aber die hat sich mittlerweile ausgeglichen aufgrund oder zu Dank dieser Übung. Man sollte natürlich daran bedenken, den Rücken auch in verschiedene Facetten zu treffen. Der Rücken hat über 50 Muskeln und die kann man gar nicht in einem Training richtig treffen. Ja, deswegen sollte, also wäre mein Tipp da draußen, an euch da draußen, das Training wirklich aufzuteilen, vielleicht einmal Rückentiefe und einmal Rückenweite zu konzentrieren und so einfach das beste Ergebnis aus eurem Rücken rauszuholen, okay? Denkt immer dran, alles braucht seine Zeit, nichts geht von allein, nichts geht von jetzt auf heute, sondern man sollte wirklich mit Geduld. Geduld ist die wichtigste Übung bei allen Übungen, bei allen Muskeln, die man sich vornimmt, ist Geduld, Geduld das Allerwichtigste, was man mitnehmen sollte, okay? Euer Coach Jenny, bis zum nächsten Mal. Thank you.